LSP öde, aber ich habe ein paar Spieler, die ihr einpacken müsst. Come on. Ich bin Kessim, euer Liga-Insider, und ich gehe hier erstmal zurück aufs Freitagsvideo. Das war nämlich King. Wir hatten da ein paar heiße Hits drin. Ich fange mal an mit dem hier. Und mein Hot-Take ist, ein drittes Spiel ohne Treffer für Materazzo. Das sind 3 Spiele zu viel. Und den feuern sie am Montag. Mark my words. Ja, und dann blätter ich gestern mal hier Liga-Anzeiger auf und da heißt es... Hoffenheim bestätigt Trennung von Materazzo. Ich hab's euch gesagt. So, dann noch dieser Hit hier. So, Spieler der Partie. Ich schau auf Amiri. Amiri, der absolute Gamebreaker im Spiel. Von daher, das hat auch sehr gut gepasst. Also ein sehr valides Freitagsvideo. Wir hatten noch mehr Hits drin, aber ich höre jetzt hier auch auf. Und damit gehen wir rein in die Kaufempfehlung. So würde ich die heute mal moderieren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr Likes da lasst. Lass mal hier die 200 voll machen. Das wäre richtig nice. Und damit gehen wir rein zu den Spielern. So ihr Lieben, und damit gehen wir rein in die Pyramide. Ich nenne euch nochmal kurz die Abstufung. Ganz unten der Scouting-Bericht. Wen habe ich hier gescoutet? Wir hatten es Ersatz-In. Ich nenne es einfach jetzt Check-In. Also welche Leute checken, welche Spieler checken jetzt rein und welche Ausfälle gibt es da entsprechend. Programmspieler. Welcher Spieler hat das beste Programm und zappt jetzt hier einmal durch die nächsten Gegner. Und wir haben den Star der Woche. Und damit gehen wir rein. Und zwar mit Benche Dardai und den hatte Sticky 65 bei uns auf der Liga-Anzeiger-Seite. Hatte den letzte Woche schon nice im Blick und ja, der hat das jetzt bestätigt. Der hat ein Tor gemacht gegen Heidenheim. Ansonsten hat er nicht so viel gerissen in den Stats, aber die Liga-Anzeiger-Note entsprechen dann auch nur die 4. Aber der Junge ist 18, der Junge spielt und er trifft. Und deswegen gibt mal Benche hier auf den Scouting-Bericht das grüne Licht. So, dann habe ich Paul Nebel und Neblig, Wurz auch für die Dortmunder. Und zwar am Samstag in der Konferenz. Und aufgrund seiner Performance, wir hatten ihn in den Teamchecks schon drin, da war da schon heißes Eisen. Und jetzt könnte das hier so ein Breakout-Game für ihn gewesen sein. Ich habe ihn auf jeden Fall mal ganz fett hier notiert. Pausiert gerade mit einer leichten Blessur, haben wir hier gerade drin in den News. Aber Spiel gegen Dortmund, da war einer der Spielentscheider. Gute Dribblings und eine hohe Effizienz. Hat ja auch einen Treffer beigesteuert. Paul Nebel hier auf dem Scouting-Bericht. So, ich habe 2 Kieler. 2 Kieler habe ich hier im Scout-Bereich. Und erstmal den Torschützen vom Wochenende in Bremen. Der ist 22, Straight-Outer FC08 Homburg Saar. Die spielen Regionalliga Südwest, aber er spielt gerade ganz woanders. Spielt sich gerade vielleicht in die Sterne. Das ist Phil Harris, ja. Der war schon gegen Heidenheim, für mich einer der besten Kieler. Und das hat man auch gesehen, gegen Bremen. Und das war ja so ein Live-Tor in der Konfi. Und du konntest eigentlich schon sehen, wo der ausholt da zum Schuss. Da wusste ich schon ganz genau, ja, das Ding zappelt gleich im Netz. Und so hat er es auch gemacht. Richtig gute Bewegung da. Und generell hat er eine gute Wucht drin, auch im Schuss natürlich. Eine gute Physis. Gefällt mir da auch ganz gut mit seinen 1,93 Latschen und ja, vielleicht hat Kiel jetzt einen Torjäger. Das würde ich einfach mal so hier so rein interpretieren. Saisontreffer Nummer 1 und wir zählen mal mit. So, Kieler Nummer 2, ja, ja, Max Geschwill. Da habe ich so richtig schon auf dem Zettel, habe ich ja live gesehen in Leverkusen. Da hat er schon einen eingewuchtet und den habe ich seitdem auch eh im Blick. Beim Unionsspiel ist er dann nochmal rausrotiert. Aufgrund einer Verletzung, er war noch nicht 100% fit, aber der fightet sich richtig rein. Hat ja auch einen Assist geliefert im Spiel davor, nämlich gegen Heidenheim. Und jetzt hat er mir auch wieder richtig gefallen, gerade was er in den Zweikämpfen veranstaltet. Das ist schon richtig gut und der hat ein richtig gutes Paket. Der ist auch 23, der hat so ein gutes Skillset. Gefällt mir richtig gut hier bei Kiel. Max auch beim Scout hier. So, und dann gehe ich nochmal ein Level deeper. Jurajek. Vielleicht jetzt nicht super auffällig, aber der hat auf jeden Fall mal durchgezockt. Ein paar geklärte Bälle hat er auch drin gehabt. Und ich würde den hier einfach mal auf den Bericht schreiben. So. Ersatz-In heißt es nicht mehr. Wir haben den Check-In. Und wir haben ein paar Ersatzspieler, die jetzt reinrücken für gewisse Ausfälle. Und da habe ich den ersten Mal Lükeba. Wussten wir schon letzte Woche. Muskuläre Probleme. Da wird er auf jeden Fall nach der LSP, wird er zurückerwartet. Ob er dann direkt startet, das ist noch ungewiss. Deswegen, super Spiel hat er nämlich gemacht gegen die Gladys. Biciabu, den haben wir mal einfach hier im Blick. Und deswegen, lass uns hier einfach mal beobachten, wie das hier weitergeht. So, Pascal Groß. Auch er war leider Teil des Rumpelspiels von Borussia Dortmund. Hat sich die 5. Gelbe eingeheimst.
und ist entsprechend gesperrt. Riasson wird wahrscheinlich dann rüberrücken, so erwarte ich das. Oder wir wahrscheinlich auch nachher in der voraussichtlichen Aufstellung beim nächsten Spiel. Und ja, dann ist wieder Luft rein für Rami Benzebaini. Er kommt ja von seiner eigenen Gelbsperre wieder zurück und der sollte dann wieder rein rotieren. Es geht zu Hause gegen den SC Freiburg. Auch das eine heiße Partie. Und Rami wird da wahrscheinlich dann mit von der Partie sein. So, wir haben die nächste fünfte Gelbe. Auch er hat sich die eingeheimst. Ich mache hier nochmal den gelbe Karten-Alert rein. Meinung äußern. Gelb, gelb, faul, faul. Ja, geht langsam los hier wieder mit den gelben Karten. Die fliegen hier wieder umher. Ich habe nämlich auch gesehen, Magnus Knudsen, auch der ist gesperrt. Der Däne. Und Louis Holtby hat sein Comeback gegeben. Gute 20 Minuten hat er da abgespult. Comeback nach Rückenproblem, ja, der ist wieder da. Und ich behalte ihn mal potenziell hier als Ersatz im Blick. Nicht so eine Top-Note hier mit 4,5, aber der wäre der direkte Ersatz hier für die Posi. So, und dann nochmal nach Dortmund. Emre Can, was machst du da? Also, Vogelwild holt er sich da die rote Karte. Das gibt's einfach nicht. Und ja, schwächt damit nicht nur dann die EV, sondern auch das Team. Und Felix Metscher ist dann nach hinten reingeslidet in die Viererkette. Der ging dann aber auch nach 59 Minuten. Und der sollte aber trotzdem den Platz festigen im Defensivmittelfeld, weil der generell gerade viel spielt und groß rückt auch raus. Das haben wir auch schon gehört. Deswegen, gib mal hier Felix Metscher auf jeden Fall hier einen Spot, dass der auf jeden Fall gut starten könnte. Ja, Liga-Zahlernote 5, das war auch nicht sein Spiel, aber ich habe ihn hier mal im Blick für Check-in, so, Programmspieler, wer bekommt die Fernbedienung? Und die gibt's für Nene Brown. Den hatten wir schon im Team-Check richtig heiß notiert. Der hat eine geile Vorbereitung gespielt. Und vielleicht brauchte er den Theaterausfall. Und der kam ja dann über die Sperren rein. Und das ist jetzt seine Stunde. Das ist der absolute Goldjunge gerade in Frankfurt. Und der bestätigt das. Der krönt gerade seine Leistung, seine Spiele auch jeweils mit dem Tor. War jetzt sein zweiter Start und ich sehe den gerade wirklich safe gesetzt. Ich weiß gerade nicht, wer den da verdrängen soll. Der hat ein richtig feines Füßchen. Das wussten wir auch schon letzte Saison durch die FC Nürnberg Standards. Da habe ich den auch immer mal gescoutet. Und jetzt, ja, der macht sich so, so gut. Das ist hier mein absolutes Monster-Play hier auf der Fernbedienung. Programm ist auch cool. Bremen, Heidenheim, Augsburg. I like it. Brown muss man hier einpacken. So. Dann haben wir Sano und unser Mainz-Insider, XC12, der ist happy über seine Entwicklung. Das habe ich hier auch nochmal eingeblendet. Er kommt immer mehr in die Barrero-Rolle rein. Zuletzt echt gute Entwicklung, letzte zwei, drei Spiele deutliche Schritte gemacht. Das quittiert auch Svenno, ich eh, wir hatten ihn auch schon hier in der Pyramide. Und unsere Liga-Insider-Note, die lacht auch, 2,5. Zwei Kämpfe, krass stabil, Wahnsinn, 64% am Boden, Luft 1 von 1 und auch sonst alles anderes auch top. Also hier mal, ja, Kaishu Sano, auch der hat ein gutes Programm, denn es geht gegen Kiel, Hoffenheim und die Wölfe. Also auch das sehr, sehr annehmbar. Und das gleiche Programm, das gibt's für den Nebenmann hier in der Pyramide. Und das ist Moritz Jens, ja. Hoffnung auf Jens' Rückkehr nach der Länderspielpause. Ich hoffe hier mal mit, denn Bell macht das gut, aber Bell ist auch alt. Ja, das ist so für mich. Deswegen Moritz Jens, eine ganz heiße Aktie, ein bisschen unter Ferner liefen, aber da solltet ihr da auf jeden Fall mal zuschlagen. So, und ich schlage hier auch zu beim Star der Woche und ich mache nochmal letzte Woche, wen hatten wir da gecallt? Jens Stay. Und das ist hier mein Star der Woche. Ja, richtig stark hier, da haue ich den einfach raus hier vom Parkplatz und einfach Stay gecallt. Ja, der trifft dann auch. Gut, muss dann angeschlagen raus. Aber hat das Tor geknipst? Hat er gemacht, Freunde. Mit Tor. Und dieses Mal mache ich den Reverse Call. Ich lehne mich ein bisschen zurück. Nehme hier einen Trainer tatsächlich, den Dieter Hecking. Junge, der hat einfach gegen Leverkusen einen Punkt gemacht. Und was viel wichtiger, also erstmal Fadi da, auch Grüße an die Mausefalle. Er hat da gut zugeschnappt. Und der hat wieder diesen Geist, der hat wieder diesen Glauben eingeimpft im Bochumer Konstrukt. Deswegen habe ich ihn hier mal als Star der Woche und vielleicht auch ein Spieler. Wie wäre es denn hier mit Bernardo? Da haben wir gerade die News gebracht. Personalupdate aus Bochum. Bernardo kehrt ins Teamtraining zurück. Das ist Bochums bester Mann. Vielleicht hilft er zeitnah auch, das Ruder mit rumzureißen. Der Anfang ist in jedem Fall
gemacht. So, und damit kommen wir mal zu den Problemkindern. Und da switche ich mal hier in die neue App rein, die bald nämlich rauskommen wird. Da dürft ihr mal hier heiß dranbleiben. Und mein Mitstreiter aus der Hansdampf League, kennt ihr alle, das ist Thilo. Der führt das Ding an, der Sack. Und ich soll ihn hier nennen, mein härtester und bester Mitspieler, Thilo. Da geht Kuss auf jeden Fall raus. So wollte er getauft werden. Und der Stöger-Besitzer. Ja, das seht ihr hier auch schon. Und der hat mir geschrieben, Habibi, mach mal ein Video, was die Leute mit Stöger machen sollen. Ja, das mache ich jetzt. So. Und Stöger ist nicht der Mann in Gladbach. Kleindienst ist der Mann. Und auch Player ist aktuell der Mann. Also Stöger passt hier gerade aktuell nicht ins System von Seoane. Der will nämlich die Qualität von Player. Und die gibt es halt auch nur im Zentrum. Und wenn beide gespielt haben, dann waren es meistens so, dass beide sich ein bisschen mehr in diese Zentrumsspielachse gedreht haben. Und davon will halt Seoane weg. Deswegen hat er hier einen klaren Stil. Er hat halt Hack und Honorar sind seine festen Außen. Und dann gibt es halt fürs Zentrum, gibt es da halt hinter Kleindienst nur einen Mann. Und der Spot ist aktuell belegt. Und man muss es ja ihm auch geben, Player. Denn die Zahlen sprechen ja gerade für ihn. Die Gladbacher sind seit 4 Spielen ungeschlagen. Und wer ist jedes Mal gestartet? Player. Und wer saß jetzt mal auf der Bank? Stöger. Also entsprechend, das ist hier ein 1+1. So, deswegen an alle Stöger-Besitzer. Also entweder ihr wartet, bis Player irgendwann raus ist, weil der spielt und der ist fit, also der rotiert hier gerade nicht raus. Und Mehrfachbelastung haben die Gladbacher auch nicht. Sind hier aus dem Pokal geflogen, gegen die Halloween-Masken. Schöne Grüße. Und solange der spielt, ist die Tür zu für Stöger. Daher Empfehlung von mir, abgeben. Am besten natürlich im Tausch. Bedient euch hier gerne an der Pyramide. Da habt ihr schon ein paar heiße Spieler gesehen. Ich würde hier Brown auf jeden Fall nochmal reingeben. Also das ist für mich der absolute Superspieler gerade. Auch da im Preis-Leistung. Der kann richtig geil werden. Und ein paar Regale höher. Ich würde auf den Bischof gehen. Amura. Das sind alle Spieler, die wir auch immer in Formaten gebracht haben. Was ist mit Nusa, Doan, Wavro, der jetzt auch richtig gut hochkommt. Das sind so hier meine Calls. Das würde ich versuchen hier als Swap Vorschläge mal reinzugeben. Und vielleicht haben wir ja auch ein paar Gnabry-Besitzer, weil Gnabry, auch Gnabry ist nicht der Mann. Gnabry ist hier der Mann für die Champions League und Kompany spielt hier gerade auf Frische. Und wer sich den Matchplan von den Bayern mal angeguckt hat, die bekommen jetzt direkt Augsburg. So, da könnte er starten. So, dann haben wir zumindest mal wieder ein Gnabry-Spiel gesehen von Anfang an. Dann kommt Paris unter der Woche. Ich sehe da auch Gnabry starten. Und dann geht's nach Dortmund und auch gegen Leverkusen. Auch zwei harte Spiele. Könnte ich mir dann auch vorstellen, dass Coman dann auch wieder rein rotiert. Von daher, das ist hier eine zähe Nummer. Und auch hier würde ich versuchen, dass ihr da einen schönen Ersatz reinbekommt. Ersatzspieler, ein paar nice Namen fielen hier gerade. Schaut da mal, dass ihr euch da eventuell nochmal umpositioniert. Kann auch sein, dass ihr Hardcore-driven seid und sagt, hey, Gnabry ist mein Spieler der Saison, den halte ich hier bis zum Schluss. Ey, alles cool, aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Und ich würde gucken, dass ihr da einen Tausch macht. So, ihr Lieben, ein paar heiße Spieler fliegen hier gerade unter dem Radar. Auf jeden Fall einpacken, was geht. Ein paar Problemkinder gibt es auch. Da ist mein Tag so. Schreibt mir gerne mal euren Take rein zu Stöger und Gnabry und was ihr da so vorhabt. Würde mich mal interessieren. Und damit gehen wir mal schick rein in die Woche. Tschüss.